Dieser Stream wird natürlich auch wieder von Runtime gesponsert. Bitte schön, deiner. Wenn ihr auch Zielwasser wollt, erster Link in der Beschreibung. Mit dem Code Martin, Survival Martin, gibt es 10% Rabatt. Ihr spart Geld und unterstützt meine geisteskranken Projekte. Sowas wie eine fast 400 Euro Armbrust. So. Prost, ihr süßen Stüsseln. Chris macht heute wieder Kamera. Martin hat ein neues Baby dabei. Das hier ist das neue Schmuckstück. Ein Stück zurück. Das ist halt ein kleines Upgrade. Einfahrbare Schulterstütze. Das war meine Position. Ist eine M4, oder? Wir haben Red Dot und wir haben brachiale 210 lbs, meine lieben Freunde. Ach ja, guck mal, wir haben hier, sieht irgendwie alles anders aus jetzt. Great War. The Great War of China. Sergeant Maloney, der Stahlhelm ist richtig raufgeschoben auf den Stamm, damit halt wie beim, dass er halt nicht so rumschwabbelt. Und der ist richtig massiv, ne? Das ist ein richtiger. Das ist ein original Stahlhelm, ja. WW2. Genau. Hier haben wir ein Riot Shield. Das hat ein Kommando-Abwehr-Schild. Also, man kann dazu sagen, das Schild hier hat schon einiges durch, aber es ist noch nichts durchgeschlagen. Man sieht hier, wir haben mit einer Pistolenarmbrust reingeballert. Ein paar Dellen sind drin, ne? Aber ja noch durch. Kein Impact durchgehauen. Das heißt, ich bin echt gespannt, was die Armbrust anrichtet. Und was mich auch noch ultra interessiert ist, was hat so ein Klappspaten entgegenzusetzen. Aber erstmal gucken wir. 210 lbs, Freunde, ganz wichtig, dass diese Armbrust ist kein Spielzeug, sondern es ist eine Waffe. Und diese Waffe ist tendenziell tödlich, ganz sicher. Wenn ihr euch ein bisschen umschauen wollt, so Red Dots oder Armbrüste, gibt es im RAM-Shop. Einfach in die Beschreibung gucken. Ja. Willst du schon ein paar Vermutungen abgeben? Also meine Vermutung ist, das ist halt so krass, das Ding, 210 lbs. Also man kann es auch nicht mehr mit der Hand spannen, wie meine alte. Da konnte ich halt 175, habe ich so compoundmäßig über die Hände gezogen. Das geht hier nicht. Hier braucht man eine Spannhilfe, aber das zeige ich euch sofort. Das kleine Schmuckstück hat, ich glaube, 350 Euro gekostet und ich musste es noch zusammenbauen. Das war die krasseste Hölle überhaupt. Hier drinnen sieht man, kann man das erkennen, hier zwischen, ist so ein Plättchen. Hier. Ja. Das musste ich da quasi einführen. Hier ist auch schon, das macht mir hier so ein bisschen Sorgen. Das kann jetzt auch Schmuck sein. Du meinst, weil das schon ein bisschen aufgerieben ist, ne? Ja, hier siehst du das da, so ein bisschen hier. Ja, warte. Ja, ein bisschen Angst. Das heißt, es sind auch zwei Korpusse. Also du hast einmal diese vorne, diese Compound-Armbrust, diesen Vorsatz, den musst du hier reinschieben, da wird der verankert, wird hier oben festgeschraubt. Und ja, du hast halt hier diese Schulterstütze, die kannst du halt ein- und ausfahren, je nachdem, wie groß oder klein du bist. Du hast hier das Red Dot. Ist das auch an gerade? Ja, ist an. Ah ja, da sieht man den Punkt. Da ist der Red Dot. Jawolla. So, und wir gucken mal. Also ich habe es grob eingestellt, aber ich habe es noch nicht wirklich auf Ziel gestellt. Das heißt, wir probieren einfach mal ganz klassisch on-stream. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, Chris, weil das ist halt schon kein Spielzeug mehr, ne? Das ist halt. Also, wir hatten der erste Fall, den wir geschossen haben, der ist an dem Stamm zerborsten und irgendwie in den Wald abgehauen. Ja. Also, wir haben auch wieder ein paar Querschläger. Definitiv. Das heißt auch, wir werden uns gleich Brillen aufsetzen. Ja. Aber erstmal werde ich die Armbrust final spannen. Das funktioniert eigentlich ganz einfach mit dieser Spannhilfe. Die sieht so aus. Das legt man hier drüber. Hier oben ist so eine Kerbe. Siehst du die hier? Soll ich mal andersrum? Ja. Hier ist so eine Kerbe, da legst du es drüber, dann lässt du die runterbaumeln, dann greifen diese Haken hier unten rein. So. Und dann hast du quasi wie so über so eine Rolle quasi eine Zughilfe. Achtung, ich ziehe. Und selbst das ist schon, also schon mit Kraft bedacht. Also das, damit ist dieses Horrorteil gespannt. Ich sag mal so, let's fetch, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Noch ist es safe. 210 lbs. Auf den Stahlhelm. Ich muss ihn erstmal treffen, das ist schon mal das erste Ding. Oder wir treffen das Riot Shield. Also eins von den Sachen treffen wir auf jeden Fall. Also ich sag Riot Shield safe durch. Beim Helm bin ich mir unschlüssig, aber das kriegen wir raus. Und der Stahlspaten, Original Bundeswehr, Klappspaten. Ha! Ich weiß jetzt nicht, Freunde. Wir kriegen es raus. Ich bin aufgeregt. Der erste Schuss in 3, 2, 1. Bitteschön. Wie fühlst du dich? Aufgeregt, tatsächlich. Worauf schießen Sie? Was ist denn das erste Ziel? Helm oder? Helm. Ich versuche den Helm zu treffen. Warte mal, ich gehe mal in eine bessere Position. Ich entsichere die Waffe. Jetzt sind wir im Firing-Modus. Ab jetzt ist absolute Sicherheitsstufe Nummer 1. 210 lbs. Keine Ahnung, wie viele Füße das pro Sekunde sind. Es sind unglaublich viele. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt sehe, wo es einschlägt. So. Huh. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, also Ziel Helm, ne? Ja. Okay. Wenn es Klong macht, hat er getroffen. Wenn es nicht Klong macht, dann hat er nicht getroffen. Okay.
Das war ein absoluter Volltreffer. Weißt du, wie das hier an der Wange zeckt? Ja. Von dem Rückstoß? Man hat den Rückstoß auch gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder gehört. Gehört wahrscheinlich nicht. Aber das Projektil ist halt also irgendwie aufgekommen und nach links geflogen, oder? Alter. Ich habe irgendwo links im Wald was gehört. Das war er hier. Alter, guck dir die Kerbe an. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Delle drin, ne? Wenn man also, von der Seite guckt hier, glaube ich, dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Alter, du siehst richtig hier, wie das aufgekommen ist und dann irgendwas ist hier weggeborsten. Ey, überleg doch mal. Das ist ja ein Helm, damit du Beschuss auch abhältst. Der ist ja schusssicher im Krieggefecht, so Querschläger. Ja. Ein Sniper nicht, aber so und so weiter. Das ist definitiv geisteskrank. Also wir versuchen nochmal den Helm zu perforieren, weil da wissen wir auch, was wir getroffen haben. Okay, Leute. Ready? Einfach Red Dot, ja? Nur Red Dot. Einfach Red Dot, schön, aber du musst doch ruhig halten, ne? Also, okay. Alter! Volltreffer. Geil, oder? Oh! Das kam hier irgendwas runter. Irgendwas ist hier gelandet. Irgendwas ist hier oben drauf gelandet. Teil von, müssen wir eigentlich sehen, oder? Alter, was auch immer da gelandet ist, keine Ahnung. Du hast auch wieder genau, Alter. Da ist deiner, das ist meiner. Achso, ich sehe das ja nicht, wartet mal. Alter, das ist krass. Und die ganze Verfärbung hier ist bestimmt vom Pfeil, ne? Vom Pfeil, ne? Hallo Jacqueline, hier, das war deiner, glaube ich, und das war meiner hier, ja. Alter, wir müssen mal noch ein Stück weit darüber, würde ultra interessieren. Ja, also wirklich frontal, dass man nicht weggedrückt wird, sondern halt frontal raufdrückt. Genau, und das ist unsere 2-Euro-Münze, ist ungefähr genau, fast so groß wie eine 2-Euro-Münze. So, um mal echt wirklich detailliert und genau zu wissen, ja, trifft man halt recht präzise mit dem Red Dot. Ja, und dann halt mal aufs Riot Shield. Du hast noch nicht entsichert? Ja, ich. Okay. Warte noch. Ready for Takeoff? Schuss in 3, 2, 1. Nein! Hä? Ich hab jetzt ja nichts gesehen, nichts gehört. Der Pfeil steckt, Junge. Steckt, ja. Hä? Hä? Ich hab's klingen gehört, aber. Hä? Oh, nee, geht runter getroffen. Hä? Hä? Alter, Waff. Alter. Da hast du ihn ganz minimal berührt, deshalb hat es wahrscheinlich Klinge gemacht. Aber ich hab doch Höhe gezielt. Alter. Ich geh manchmal so einfach raus. Oh. Schön. Also, das wäre definitiv ein Headshot. Maloney wäre jetzt tot. Er guckt auch nicht besonders glücklich. Okay, gut, dann nächster Schuss. Ready? Ready. Der war richtig mittig. Der war richtig mittig. Ja? Und ich glaube. Hab ich gesehen. Warte, ich hab jetzt. Ich glaube, er ist kaputt. Ich sehe zumindest. Also, ich glaube, er ist kaputt. Ich sehe da so ein Loch. Ohne Scheiß, Alter. Ich glaube, der ist kaputt. Ja, der war sehr mittig, ja. Das glaubst du nicht! Das Ding ist drin! Das Ding ist durch! Krass. Warte mal, kann man unten das sehen? Durch! Das Ding ist durch! Das Projektil ist durchgeschlagen. Exactly mittig. Das ist ein scheiß fucking Stahlhelm. Chris, das Ding ist durch. Wir haben gerade einen Militärhelm mit der Armbrust perforiert. Alter. Guck dir das an. Da musst du aber auch perfekt mittig treffen, ne? Dass der Pfeil nicht abhauen kann. Ja, war natürlich. Aber du hast gesagt niemals. Du hast gesagt never ever. Ich würde so gerne das Projektil sehen wollen. Guck dir das Loch an. Siehst du hinten irgendwie, ist der irgendwo gegengeschlagen hinten noch? Nee, ne? Nee. Alter, das ist ein Stahlhelm, verdammt nochmal. Das ist ein fucking Stahlhelm. Ah, da fehlt die Spitze. Ja, die Spitze hat im Helm gesteckt. So, und jetzt haben wir quasi getestet, was das Ding für eine Durchschlagskraft hat. Genau. Und jetzt testen wir mal die Zielgenauigkeit. Da hängt da dieses kleine Plättchen. Ja. Kaum noch zu erkennen. Dieses kleine grüne Ding. Genau, und das kleine grüne Ding ist simuliert? Auch ein schönes Wort. Simuliert und symbolisiert. Zusammen heißt symboliert. Eine 2-Euro-Münze. Und wir werden jetzt gucken, ob ich das Ding treffe. Ready? Ready. Waffe ist entsichert und geladen. Ich schieße in 3, 2, 1. Oh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Kannst du schon mal laden? Ich gehe mal gucken. Alter, das war aber wirklich knapp. Oh, der war sogar noch knapper als der Nest. Ja. Also von links und rechts noch perfekt, nur ein bisschen höher. Okay, nur ein bisschen höher? Ja, aber so 5 cm, wenn überhaupt. Geil. Du bist ready?
Ready. Hä? Der war bis nach rechts gewesen. Ich kreise es ein. Right? Right. Oh, der war noch knapper. Ey, ich hab das Ding berührt. Stimmt, ist abgefallen. Nee, ich häng noch. Ich hab den auch am Rand perforiert. Wie kann man denn so einen Robin Hood-Schuss machen? Jetzt mal ernsthaft. Alter. Das hat jetzt aber gar keinen Sinn gemacht. Der war jetzt ein bisschen... Ich hab jetzt exakt ums Ziel herum. Exakt. Muss mal gucken. Ohne Scheiß. Last try from Muddy. Ah, es stimmt nicht mehr so wirklich. Ich glaube, entweder ist es dadurch, dass halt diese Wucht halt an der Arm... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Wucht einfach dieses Visier ein bisschen verrückt irgendwie. Ich habe gerade noch Lust, was hinzustellen. Ich hol mal noch was. Ich hab da noch was. So, wollte schon immer mal sehen, wie das aussieht, wenn man mit 200 Lips Sahnesprühdose schießt. So, der kann hier ab. Achtung. Ha! So, ich ziehe auf die Erdbeere. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, was wollten wir jetzt? Right Shield erstmal? Du wolltest erst Right... Wir können aber auch direkt einfach darauf auf die... Auf die Sahne? Auf die Sahne. Nee, ich wär's mit Right Shield. Okay. Frontal Right Shield, let's go. Ich ziele aufs Right Shield in 3, 2, 1. Der steckt auch. Alter, das hat der nicht mal gezuckt, das Ding. Alter, krass. Wie kann man denn bitte genau so... Das ist ja schon ein bisschen krass. Aber einfach du. Oh, hier oben die Kerbe. Oh, ist auch krass, ja. Aber der ist auch hin, der Fall, ne? Guck mal, der ist auch schon aufgesprengt. Wenn du den nochmal schießen solltest, dann geht der in der Armbrust kaputt. Das Loch ist eindeutig. So, jetzt kommt die Sahne. Nicht getroffen. Alles klar. Leicht rechts vorhalten. Angriff ging daneben. Oh. Bullseye! Das sieht auch falsch aus. Wie schmeckt die Sahne? Oh ja. Geil. Du hast ein bisschen Sahne an der Nase. Ich bin überall. Ich bin noch drin in den. Naja, ist ja Weihnachten, ne? Da darf man ja. Weihnachten, da kann man ja auch mal ein bisschen. Ein Sahnepropeller. Naja, ich würde mal sagen, wir haben ja noch was offen. Jetzt, wo wir ja den Stahlhelm durchtrennt haben, was sagst du denn zum Spaten? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ey, guck dir mal bitte an, wie dick. Wohl. Warte mal. Der sah irgendwie dicker aus, als er. Na doch, der ist schon relativ dick. Nein. Ich glaube, safe. Den kriegen wir auch durch. Schuss in 3. 2. Vielleicht geht er doch durch. 1. Oh. Also, er steckt nicht drin. Ich habe auch nicht gesehen, was passiert. Also, du hast frontal getroffen, auf jeden Fall. Aber ich glaube. Nee. Aber es sieht aus wie ein Einschuss. Ich meine, es ist auch ein massives Ding, dieser Spaten, ne? Das ist ja für die Ewigkeit. Aber, soll ich dir mal was sagen? Auf der Rückseite plattert es schon ab. Da siehst du das? Das ist genau der Impact. Warte mal. Es ist exakt der. Der hier, ne? Es ist exakt. Warte mal. Also, ja. Ich glaube hier. Ja. Ich glaube nicht, dass da noch viel gefehlt hat. Wenn du dieselbe Stelle jetzt noch 10-mal triffst, dann bist du irgendwann durch. Ich sage. Ein Schuss ist kein Schuss. Das ist keine Referenz. Ich mach noch einen. Solange ich noch Kugeln habe. Solange du noch stehen kannst. Wird geschossen. Solange du noch 2 gesunde Arme hast. Wird geschossen. Achtung. Ready for takeoff? Ready. Oh, hat sich besser angehört. Oh, der war aber... Oh. Der hat sich besser angehört. Alter, guck dir das an. Boah. Alter. Sieht richtig aus wie so ein Einschuss, ne? Das ist, ich würde so gerne... Vor allem, weil ja auch so ein Kringel drum ist, ne? So ein Kranz. Sonst wahrscheinlich, oder Smog. Ey, das ist so krass. Und guck dir mal an, die Beule. Ganz anderer Unterschied, also ein ganz anderes Sinnbild, ne? Was ist denn das für ein Treffer? Was ist denn das für ein mittelmäßiger Treffer? Das ist doch krass. Wie viel plätschert das denn davon noch eigentlich? Wenn wir mal 2 oder 3 haben, können wir einfach wieder so ein kleines Nest bauen, wo wir einfach reinballern. Das können wir machen, ja. Ich möchte schon gerne mal so eine Explosion sehen. Ja, würde ich auch. So, guck mal. Ja, oder? Ja. Bis mit deiner rechts ziehen. Ja.
Oh, Alter, ich hab richtig den Druck gespürt. Also richtig so die. Ich bin richtig erschrocken. Explosion im Brustkörper. Oh, ich hatte die Brille nicht auf. Oh. Alter, krass. Ich hab die Rauchwolke an. Ja. Ey, wenn das kein Bullseye war. Alter. Ey, man merkt aber auch, als im Vergleich zum letzten Mal, da hat man ja auch getroffen, aber es war niemals so eine Explosion gewesen. Niemals, ne? Krass. Also je schneller, umso besser. Also es kommt wirklich darauf an, mit wie viel Druck. Wir müssen unbedingt nochmal mit der großen, also mit der Armbrust nochmal auf die großen Plättchen. Das war krass gerade. Ich hab mich auch richtig erschrocken. So, boah. Ja. Hab da nicht mit gerechnet, dass ich treffe, war der erste Punkt. Und dann halt noch diese Lautstärke. Boah. Okay, gut. Ja, aber fett schreibt Marina. Auch richtig fett. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.